Hi zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Blender Text Animation. Ich zeige euch, wie ihr eine Animation mit Blender so erstellen könnt. Und zwar, wir legen sofort los, indem wir einfach auf Datei gehen und dann neu. Und da können wir den Text hier mit X löschen und dann gehen wir sofort. Wir fügen hinzu unseren Würfel. Den Würfel haben wir schon. Und wir haben die Möglichkeit, hier oben zu gehen, um unsere Cycles-Renderer einfach anzustellen. Und wir haben die Möglichkeit, hier auf Material zu gehen. Entschuldigung. Und dann können wir zum Beispiel Emission einfach draufdrücken. Und dann die Farbe können wir hier in Hexadezimal einfach angeben. Und zwar, das ist die E70. C12 geben wir an und sofort haben wir auch die Farbe hier und wir haben die Möglichkeit noch mal ein bisschen hier mit Himmeltextur einfach so schöner zu machen und von daher können wir zum Beispiel das hier mit der Trübung einfach ändern. Also und dann können wir hier noch ein bisschen schöner machen. Die Farbe geht schon und hier können wir die Stärke bis 0,6 einfach setzen. Und sofort ist einfach unsere Sachen einfach da. Also wir können zum Beispiel sehen, wie es sein sollte. Unsere Kugel ist da, ganz weiß. Wir haben die Möglichkeit, ihn noch ein bisschen dunkel zu verdunkeln, indem wir einfach hier drauf drücken. Also wir können zum Beispiel in zwei Farben einfach setzen. So, zwei Farben oder nur eine Farbe einfach zu haben. Sie sehen schon, wie Sie die Sache auch ändern können. Und von daher wollen wir schon loslegen, indem wir zum Beispiel erstmal ändern in Massivansicht und dann markieren wir eine Stelle hier. Wir verschieben einfach unsere Würfel einfach da und dann können wir eine Stelle hier nochmal markieren, wo wir nochmal weitere Sachen hinzufügen können. Zum Beispiel, wir wollen zum Beispiel eine Fläche so hinzufügen. Unsere Fläche können wir noch mal ein bisschen verschieben, nach oben verschieben und wir können ihn ein bisschen skalieren. Also wir skalieren ihn ganz kurz und wenn wir fertig sind, dann können wir ihn noch mal ein bisschen, also wir verschieben noch mal hier in unsere Mitte und wir haben ihn schon fertig gemacht. Und wir können ihn nochmal ein bisschen skalieren. Wenn wir fertig mit der Skalierung sind, dann können wir zum Beispiel loslegen, indem wir erstmal einfach eine Konvertierung machen mit R plus C und dann Mesh aus Kurve. Und dann können wir unser aktuelles Bild einfach ändern. Wir setzen hier auf 15, Entschuldigung. Und dann können wir auf Render gehen und dann haben wir die Möglichkeit, dort unsere Endbild einfach zu ändern. 130 setzen wir hin und wir können auf unsere Partikel gehen und eine neue Partikel zu erstellen. Und hier unten haben wir die Möglichkeit, auf unsere Emission zum Beispiel unsere Start einfach anzugeben. 20 hier und das Ende ist 30. Und wir können zum Beispiel auf in unserer Image-Form einfach sagen, wir wollen eine Fläche haben. Zufällig sollte das sein. Bei der Geschwindigkeit haben wir die Möglichkeit, einfach auf 0 zu setzen. Und hier ganz unten auf unseren Rändern haben wir die Möglichkeit, auf Objekt zu drücken, damit wir unsere Würfel einfach so holen können. Die Größe können wir noch ein bisschen hier ändern. Also 20 wäre oder 30 wäre ganz toll und wir können zum Beispiel ein bisschen hier abspielen, damit Sie besser sehen können. Sie sehen schon, was wir da gemacht haben, also Sie sehen schon, wie es regnet und von daher so können Sie die Sache zum Beispiel anstellen. Also ich verschiebe nochmal das hier genau, wo es hingehört, genau hier. Und dann können wir noch mal ein bisschen skalieren. Also ich mache noch mal ein bisschen breiter, damit Sie besser sehen können, wie es sein sollte. Und Sie sehen schon, wie es regnet. Und von daher können wir einfach weitermachen, indem wir jetzt zum Beispiel auf unser Fellgewicht einfach gehen. Und dann setzen wir unsere Schwerkraft einfach auf 0. Und jetzt können wir noch mal ein bisschen abspielen, damit Sie sehen können, wie es jetzt geworden ist. Also Sie sehen schon, wie es jetzt geworden ist, sofort. Also wir können ein bisschen damit aufhören und von daher machen wir einfach weiter und wir können zum Beispiel jetzt
eine Turbulenz einfach hinzufügen, indem wir auf hinzufügen gehen und dann Fellkraft und dann können wir Turbulenz hier hinzufügen. Also wir setzen einfach unsere, wir verschieben einfach unsere Sache hier genau, wo es hingehört, und wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmal auf unser Projekt zu gehen. Zum Beispiel, wir können zum Beispiel hier die Stärke ein bisschen ändern. Je nachdem, wenn ich die Stärke so ändere, dann wird es ein bisschen anders jetzt aussehen. Also Sie sehen schon, wie es jetzt geworden ist. Sie sehen schon, wie unsere Partikel sich verschieben und es ist sehr, sehr wild geworden. Also von daher können wir ein bisschen gucken. Um weiterzumachen, drücken wir einfach auf unser Projekt, dann können wir nochmal auf unsere Partikel gehen. Dort haben wir die Möglichkeit, nochmal ein bisschen die Sachen hier zu ändern. Also wir können zum Beispiel nochmal die Größe ein bisschen ändern und wir haben auch die Möglichkeit hier oben, also nochmal auf unsere Geschwindigkeit, haben wir schon auf 0 gesetzt und wir haben auch die Möglichkeit nochmal genau jetzt das Projekt zu rendern, um zu gucken, wie es jetzt geworden ist. Also wir rendern das Projekt jetzt und dann können Sie einfach gucken, wie es jetzt geworden ist. Und hier auf unserer Welt können wir ein bisschen hier die Farbe ändern, damit Sie besser sehen können, was wir da machen. Also Sie sehen schon, wie es jetzt geworden ist. Wir können ein bisschen auch hier, es wird ein bisschen heller und von daher können wir ein bisschen sehen. Ja, Sie sehen einfach die Punkte hier, die wir einfach gemacht haben. Und von daher so können Sie auch viele tolle Sachen einfach so erstellen. Also hier können wir nochmal ein bisschen die Größe nochmal ändern, also damit Sie besser sehen können. Also Sie sehen schon, wenn, je nachdem, wenn ich die Größe so ändere, dann können Sie ein bisschen besser sehen. Also, und hier können wir noch ein bisschen abspielen, dann können Sie einfach sehen, wie es jetzt geworden ist. Also, und Sie sehen schon. Abspielen und dann. Sie sehen schon einfach unsere Sachen, wie wir gemacht haben. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch gedreht zu haben.